Mach auf. Das Zuckerbrot ist doch eigentlich für den, der die Peitschenhiebe, der die Peitsche schwingt. Vier. Zwei. Fünf. Plus Torwart. Dabei, es kann eigentlich keinen Zweifel geben. Dieses Spiel hier, das wird richtig interessant. Schön. Oh, schon gehabt. Hätte er mir fast abgenommen. Ich wieder so ach, scheiße, wir verlieren 5-1. Pucki nimmt's jetzt in seine Hände und macht das Spiel jetzt alleine. Das war jetzt schon mal zum Einschüchtern. Jetzt haben wenn er mir kurz vor dem Tor den Ball zuschustert und der Torwart nichts macht, dann mache ich das gerne. So, da gehört halt der Bot dann hin. Kein guter Volley. Den hättest du gekriegt. Ja, Warum spielst du nicht auf den Jens? Der läuft sich extra neben dir frei. Also grundsätzlich würde ich ja vorschlagen, dass einfach beide IVs sich im Strafraum anbieten. Dann hat der Dennis immer die Wahl. Bei mir war ja gleich ein Gegenspieler dabei gestanden. Ne? Ja, aber der kann ja nicht in den Strafraum reinkommen. Der Ball soll eigentlich zum Dom. Da stand die falsche Adresse auf dem Ball. Ist ja ganz klar. Naja, aber selbst wenn der Abwurf da, der Abschluss da so misslingt, müssen wir das Tor verhindern. Ich stehe dann mit zwei Innenverteidiger vor dem. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball. Beziehungsweise ich habe einen Schritt zur Seite gemacht, weil dann noch ein anderer Gegenspieler lief. Das war auf jeden Fall vermeidbar, das Tor. Das war's. Die Balleroberung. Schön. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Oh, Scheiße. Da, da, da. Ja, das ist ein guter Ball. Ach Gott, ich Idiot, sorry. Die ist unterbrochen, es gibt Einwurf. Der Bot, der macht halt hier wieder, was er will, ne? Ball wird abgefangen. Sie verlieren den Ball. Kacke. Die Gelegenheit für die Flanke. Er war zuletzt. Schön. Die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich. Danke. Deswegen ist das wichtig, da den Pfosten immer. Auch wenn da quasi nicht so oft was kommt, aber. Ja, die Pfosten sollten schon beide besetzt sein, ja. Da mit viel Übersicht. Problemlos hatte hier den Ball. Den Ball. Er geht weite Wege. Vielleicht die Führung jetzt. Och, schade. Oh, da laufen wir 5 Mann in den Strafraum rein. Ne? Da läuft der Ball. Ich weiß gar nicht, wie viel der Ballkontakt das jetzt schon ist. Sie haben ja wirklich Geduld. Ja. Du hättest direkt abziehen können nach meinem Pass. Ja. Ich habe kurz danach überlegt. Ich wäre nicht sauer gewesen. Nee, ich glaube auch noch. Ja, der war schön frei auch, also das war super. Oh Gott, ey. Klasse, wie er das macht, holt sich den Ball. Da wäre Platz für den Konter. Robert. Oh. Geil. Der Ball ist drin. Sie holen sich die Führung. Das
sorry, Oberkorn, da bist du mir irgendwie in den Weg reingelaufen. Der Pass war eigentlich für den Michael bestimmt. Und ich weiß nicht, warum der dir dann quasi den Ball da dazu spielt. Das war einfach. Ich muss ja erstmal von links nach rechts wieder rüberlaufen. Ja, aber da bist du von der Ecke. Wäre auch besser gewesen, wenn der Pass vom Güni direkt schon zum Torwart gegangen wäre. Ich hatte dann Jens ja auch schon quasi auf die Füße. Die Frage ist halt, warum verspringt denn Dennis der Ball immer so weit? Ich finde das total krass. Immer wenn er den Ball kriegt, springt er dem Meter von den Füßen weg. Fest zurück, dann ist das klar. Ich habe Arnmo angetippt. Jetzt ist gefährlich. Schön dazwischen gegangen. Er sieht das Foul, zeigt aber schön. Genau richtig so, das wäre völlig unnötig gewesen. Da stehen zwei lange. Ja. Ecke kommt rein. Torwart. Die Vorteile beim Ballbesitz sind heute bislang auf Seiten der Wolves, aber sie liegen trotzdem weiter hinten. Da waren sie wieder. Die drei einfachen, flachen Pässe hintereinander. Ich hätte noch flach spielen können, hätte ich einen liegenden Mann gespielt. Wenn ich ihn flach gespielt hätte, hätte der Gegner ihn abgefangen. Arni stand da ja völlig frei. Den ja auch jetzt, Arni, jetzt bist du noch dran, jetzt musst du noch sagen, warum du den hochgespielt hättest, sonst hätte was anderes passiert. Und die Balleroberung. Oh, sorry, das ist zu dir, Michael. Schade. Okay, ist in Ordnung. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Oh, passt doch schneller. Sorry. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Sie holen sich hier den Ball. Knappe Führung zur Pause. Es steht 2:1. Zweite Hälfte im Grunde. Alles offen. Sie gehen mit der knappen Führung in die Pause. Zweite Hälfte dürfte interessant werden, Buschi. Ja, ein ganz enges Matchspiel. Also zwei Verbesserungen oder zwei Sachen, die ich nur anmerken würde. Also einmal, ab und zu finde ich, dass ihr den Dennis hinten ein bisschen unter Druck setzt mit euren Pässen. Das ist, ich glaube, Dom hat das eben richtig gesagt, wenn der Günni da direkt im Torwart spielt, dann hat er viel mehr Zeit und Platz. Und wenn ihr den Dennis dann aber so blöd anspielt, dann finde ich, sollte er auch gar nicht mehr annehmen müssen oder dürfen, weil dann kann ja immer sowas passieren, dann kann er da nichts für. Dann müsstest du Dennis den Ball halt einfach direkt wegkloppen. Direkt rausholzen, und dann, ja. Genau, und, dich, und dann halt bitten, dass du nicht mehr diese Quatschbälle dann gespielt bekommst. Weil vielleicht ja nicht draufholzen, aber in der Regel, normalerweise, wenn der Ball zurückgespielt wird zum Keeper, dann müsste eigentlich irgendwo auch direkt eine Anspielstation für dich sein, wo du auch mit einem direkten Pass wieder abgeben kannst. Also. Ja, okay. Genau, also direkt passen statt anzunehmen, dann ist die Gefahr halt geringer. Da gibt es auch die Situation, wo dann rauspöllen sicherlich eine bessere Alternative ist, aber. Ja, aber generell halt nicht die Mitspieler so unter Druck setzen mit solchen Bällen halt. Und vorne wollte ich nur noch mal erwähnen, da hatten wir eben wieder zweimal so eine Situation, wo halt FIFA wieder nicht wissen kann, wer soll da den Ball bekommen. Da soll irgendein Stürmer angespielt werden, da stehen aber fünf Mann auf, weiß ich nicht, 10 Quadratmetern oder so. Und muss ja teilweise in irgendeiner Form was mit der Position halten nicht ganz geklappt haben. Ja, ganz energisch geht er jetzt. Nochmal. Das ist natürlich ein guter Pass. Und diesen Ball. Oh, schade. Schade, das hat eigentlich nur ganz kurz zu dir, Arni. Ach, geh doch dahin.
Platz für den Konter jetzt. Chance zur Flanke jetzt. Platz hätte sonst gefährlich werden können. Ja, sorry für hoch. Ich hab da nur den Theo vollkommen frei laufen sehen. Sie bieten sich an. Da ist die Flanke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Wir spielen halt wieder so eine, ein ziemlich hohes Pressing. Wenn wir die erste Linie da überspielt bekommen, dann haben wir Platz ohne Ende. Ja, ich habe auch oftmals ganz schön viel Platz bei mir auf der Seite. Klasse Pass. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwie schnell rauskommen. So ungefähr. Kommen wir nicht. Ja. Oh, oh schön. Ach, rot. Oh, ja. Was? Der gibt gleich rot für. Okay. Ja, ich meine, wenn ihr im Strafraum oh, ja. reingerätscht, haben wir auch noch nie drüber gesprochen. Och Mann. Ah, ja. Ah, schön verladen. sorry, war aber natürlich mein Ballverlust. Das war wieder so ein typisches Ding. Ich habe nach hinten Theo. Gepasst Theo und wollte länger. Nach vorne weglaufen. Hat noch gar nicht gepasst. Dann kann ich mich jetzt auch nicht mehr richtig einschalten. Ich bleib jetzt weiter hinten. Ja, was für ein Ball, Junge. Der war besser. Oh, gut. Da kommt prompt wieder zurück. Schön. Ja, aber das. Aber so wie du den Abschluss gerade gespielt hast, so können wir viel, müssen wir das viel mehr in solchen Spielen machen, wenn, weil die laufen uns vorne mit fünf Mann zu, dann musst du den. Ja, ich habe gesehen, dass Theo frei ist, dann habe ich gesagt, ja, ja. Ach, weiter oben. Nee, der war ja auch gut, der hätte von mir bloß anders gespielt werden müssen. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim ja. Ball. Aber wir wissen natürlich, Ball. Oh. Was macht der da? Ja. Kurze Pfosten, einer. Da musst du einen aussuchen, der Dom ist nicht mehr am Platz. Leider. Guter Vorstoß da jetzt. Jawohl. Boah. Jetzt raus. Ja, das war genau richtig. Ja, guter Steilpass. Ja! Oh, nee. Hand, Elber. Ja, Dom kann nicht schießen, dann muss ich ja schießen. Voll der Heimschiedsrichter. Wir sind nervös. Jetzt müssen sie mal langsam zurückhalten. Muss natürlich jetzt einer auf der rechten Seite. Ja, Oberkorn. Ja, ja, der Oberkorn ist da. Sie holen sich hier den Ball. Das kennt ja, der Oberkorn. Schön. Das war ein Foul, da muss der ist das gewohnt. Das kann man so sagen. Ja, der Oberkorn ändert sich. Ich spiele den Martin an. Ja. Ich brauche immer eine Minute, um mich zu sortieren, weil ich nicht weiß, wo die Leute hinlaufen. Leute! Sieht gefährlich aus. Ja, mein scheiß Pass sollte nicht da hinten. Mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Ah, der Ball ist einfach zu druckvoll, um den zu halten. Das ist eine tolle. Den hätten wir vorher schon legen müssen. Ja, siehst du, was dabei rauskommt, wenn du den legst. Ja gut, du hast ihn ja im Strafraum gelegt. Ich hab immer noch mit, hallo? Nein, du nicht, der Dom. Ja, wir lassen aber hätten wir den vom 16 gelegt, wäre ja nichts passiert. Ja, aber wir lassen uns da auch viel zu leicht aus dem Spiel nehmen mit einer Körpertäuschung. Ja! Strafraum geht er da recht rustikal zur Sache, aber der Schiri deutet an, weiterspielen. Und Lady gibt den Ballbesitz ab. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Können Sie verkürzen? Ach Gott. Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Schwaches Zuspiel. Schön. Kein Wunder, dass da nichts reinkommt. Lässt sich hier weit zurückfallen. Schön. Schön. Hast uns so schön ineinander geschoben. So, jetzt ein bisschen bewegen. Jawohl. Ja, aber was mich da schon wieder genervt hat, der hat mich da, ich wollte eigentlich weiter hinten bleiben, der hat mich vorne rausgezogen. Da kannst du nichts machen.
Ja, wenn er dich rauszieht, dann ist halt eine Entscheidung vom Spiel. Ich verstehe auch nicht, warum so eine Mechanik existiert in dem Spiel. Den Ball hat er ganz souverän. Da ist kein nicht mal faul. Wir haben die rote Karte, ne? Den haben sie gekauft, den Schiri. Da bestimmt ein Update, von dem wir nichts mitgekriegt haben, weil er genug Coins kauft bei Foot. Der kriegt einen Schiedsrichter geschenkt. Lupfen. So, Ecke kommt. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Da ist Platz für den Konter. Weg ist der Ball. Oh, Scheiße. Das hat der Bot aufgehoben. Ja. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Ja, Winkel verkürzt. Oh, Scheiße. Auch auf Arm. Mann. Ich verstehe es echt nicht. Bleib da kurz, Günni. Bleib kurz bei dem. Der Ball über die Linie gibt Ecke. Ach. Schmutz. Die Ecke kommt. Damit ist dieses heutige Spiel zu Ende. So wird das nix heute. Ne, es ist aber auch wieder so altes Muster ganz viel. So vor dem Ball fühlen sich sofort wieder da. So. Das ist irgendwie. Ja, also mal abgesehen davon, dass bei mir heute nichts geht, warum auch immer, ich versuche das jetzt zu verbessern, wollte ich sowas ähnliches gerade sagen. Also das